So etwas wird natürlich nicht jeden Tag geboten. Und vielen würde das gar nicht in den Terminkalender passen. Das wird täglich geboten. Und passt auch nicht in jedermanns Terminkalender. Ach, es ist schrecklich. Überall ist dasselbe. Nirgends kommt man voran. Nur die Ruhe. Nimm doch nicht und check dich, du Art. Okay, ich muss nach Frankfurt. Werden wir es schaffen zum Autobahn. Sie können... Jetzt bremsen Sie hier. Es kommen vielleicht schneller voran, wenn Sie etwas weiter rechts fahren. Los, los. Werden wir ganz blockiert da vorne. Wenn es pressiert, nehmen wir die S-Bahn. Ich fahre bis zum Hauptbahnhof. Okay, akzeptiert. Fahren Sie hier rechts heran. Wie viel war es aus? 8,60. Okay, hier haben Sie 10 Mark. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt und alles Gute für den Schnupfen. Eine überraschende Feststellung. Der Mensch von heute, der Bestinformierte aller Zeiten, ist manchmal über kleine Annehmlichkeiten nicht ausreichend im Bilde. In vielen deutschen Großstädten fährt die S-Bahn mittlerweile direkt zum Hauptbahnhof, wo die Deutsche Bundesbahn ein interessantes Angebot bereithält. Täglich etwa 100 IC- und TEE-Züge im 2-Stunden-Takt. Ein Verbindungsnetz zur Entlastung von Autobahnen, Bundesstraßen, Parkplätzen, Kreislauf. Wir begrüßen Sie im Intercity-Zug Otto Hahn und wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Menschen, die Regelmäßigkeit und Zuverlässigkeit schätzen, zielbewusst sind, flexibel disponieren wollen, bietet das Intercity-System auf der Reise die Wahl zwischen Arbeits- und Freizeit. Ja, 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 Tasche habe ich dabei. Ja, okay, ja, alles klar. Zieh es mal an. Ja. Mit dem Ohrring, das müssen wir auch noch ausprobieren. Ja, und die Nikola, die sieht am besten mal... Was haben wir denn für die Nikola? Intercity. Eine Verbindung von verborgener Vernunft plus Reisekomfort. Wo während der Fahrt das getan werden kann, was sonst während der Fahrt nicht ratsam ist. Excellent Rheinland. Bleiben wir dabei bei der Stange? Ich hätte gerne ein Gespräch mit meinem Büro. Die Telefonnummer bitte. Das ist in Hamburg. Die Nummer ist 4422. Für das gesamte laufende Geschäftsjahr wird eine höhere als die im ersten Quartal erreichte Umsatzsteigerung erwartet. Im Strichpunkt. Riesling! Wo bist du überhaupt lang? Was? Schau doch mal hier, wir müssen doch ganz so... Verkehr erfordert Aufmerksamkeit. Geschwindigkeit verlangt Leistung, Präzision. Könner achten auf Zeichen, halten Abstand. Mein Herr, auf Zeichen achten bitte. Nein, dieses da. Oh, schönen Gruß vom Getriebe. Gegen die Unterschätzung einer Verkehrssituation durch Einzelne setzt die Bahn das Sicherheitssystem des professionellen Kollektivs. Von Köln nach Hamburg, Altona. Über Isten Hauptbahnhof, Dr. Münster, Bremen. Planmäßig dann um 9:56 Uhr, Bahnabfahrt 9:57 Uhr. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt des Zuges. Sich schnell entscheiden. Sicherheitsvorschriften beachten. Von Amsterdam nach Genf. Alles muss gelernt sein. Lokführer haben das gelernt. Kennen Strecke und Umwelt, Signale, Bremsweg. Bei jedem Wetter. Was machen die denn?
Was das sein? Lokführer sind Profis und werden fürs Fahren bezahlt. Fahren nach Plan. Dort haben Sie sofort Anschluss an den Intercity-Zug Merkur nach München. Über Heidelberg, Stuttgart, Ulm, Augsburg. Ladies and gentlemen, in a few minutes the train will arrive at Mannheim. Railway Hotel Station, Sammel der 97. Intercity-Reisende müssen selten warten. Sie werden erwartet auf der anderen Bahnsteigseite. Nur ein paar Schritte, selbst für Gehmüde, ein akzeptables Mini-Trimmdich. Reisende mit reservierten Plätzen bitte auf Wagennummer achten. Raucher oder Nichtraucher nach Wahl. Das Intercity-Programm bietet viele Möglichkeiten. Intercity ist kein Exklusivprogramm. Deutsches Reisebüro Frankfurt, guten Tag. IC- und TEE-Züge verbinden deutsche und europäische Städte zu allen Jahres- und Tageszeiten. Eine durchdachte Planung, ohne den bekannten Unbekannten. Ein Fahrplanspiel. Guten Tag, entschuldigen Sie, ich muss dringend mit Ihnen. Der nächste Zug geht um 15:24 Zu spät kommen ist keine Katastrophe. In spätestens 2 Stunden wieder unterwegs ins Herz der Städte. In Hamburg brauchen Sie nicht einmal ein Taxi vom Bahnhof zum Hotel. Rezeption, ein Taxi. Der Bahnhof ist gleich vis-à-vis, meine Dame. 30 Meter ungefähr, Sie brauchen kein Taxi. In Köln parken die IC-Züge direkt am Dom. Express 20, Saphir nach Brüssel, über Hardenberg und Lüttich. Achtung, der nächste Anschluss nach Köln-Deutz zur Möbelmesse, Ostgleis 2AB. In Stuttgart, 2 Minuten vom Schlossgarten. In Frankfurt liegt der Hauptbahnhof nur 5 Taximinuten von den Geldinstituten. Heute bei einem Zinssatz von 12,5%, wenn Sie das dann... Wer nach Mallorca oder Teneriffa, nach Singapur, Sydney, Tokio oder Bangkok weiter will, nimmt am besten die S-Bahn zum Flughafen. Und in München... Tja, mei, auf Weißwürst. Da geht's einmal 5 Minuten geradeaus. Aber nachher geht's in Kryptothek. Da sitzt gescheite Mannsbilder. Da schickt's noch einen Samurai eine Ansichtskarte. Es gibt Reisende, die einen Intercity wie eine S-Bahn mit Speisewagen benutzen, die zwischen Industriegebiet und Waterkant pendeln, morgens hin und zum Kaffee oder Abendessen zurück. Intercity-Pendler mit einer Netzkarte in der Brieftasche.
Der City D-Zug, ein weiteres Angebot der Bahn. City D-Züge führen erster und zweiter Klasse, sind zuschlagfrei, erreichen das IC-Netz einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal täglich. Für Frühaufsteher und spät programmiert. Über 70 Städte in der Bundesrepublik bekommen mehr Bewegungsfreiheit. IC-DC-Kontakte, ein Verbindungsnetz nach oder von über 120 Bahnhöfen, kleine und große. Herren, die mit dem IC anreisen, Übernachtungsmöglichkeiten. Das bietet sich also ganz ideal an. Der Bahnhof ist gleich nebenan, alle zwei Stunden Intercity-Verbindung. Und hier ist mein Bruder, ist alles von vorigen Jahren. Das ist mein Bruder, der sitzt da auch ganz frisch. Noch nicht, bei der Suche nach Möglichkeiten, die Mobilität zu retten, gibt es Millionen Meinungen, hunderttausende Ideen und Vorschläge, zig Programme, einige Pläne und eine begrenzte Anzahl von Alternativen. Das Intercity-Netz ist ein Angebot, das sich bewährt hat. Eine echte Alternative. Noch nie in seiner langen Geschichte ist der Mensch so viel, so oft und so lange auf Rädern unterwegs gewesen wie jetzt. Die Bahn hat ihm dabei geholfen. Und die Erfahrung erfahren, dass der Mensch sich gerne fahren lässt, sich beim Reisen verwöhnen lässt. Können Sie doch mir Steiner Schnappen, der gute Wein. Zeigen Sie mir das Bitte. Profis fahren lassen. Profis kochen lassen. Tischlein deck dich genießen. Besser das Essen auf dem Tisch als die Thermos in der Hand. Reisen, lernen. Lernen, reisen. Sagen Sie mir das bitte auf der Karte. Deutsche, schwere Sprache. Goethe, Beethoven, Bach, Beckenbauer. Den schon mal vorbeihuschen sehen? Mit viel Tempo und wenig Geräusch, großem Komfort und
schicken Schikane. Ein guter Tipp. Der neue Typ ET 403. Auch ein IC.